Wir sind heute bei den 13. Kochsternstunden hier in Dresden im QF. Wir haben uns im Vorfeld schon einmal umgeschaut und haben ein paar der teilnehmenden Restaurants gefragt, was es gibt. Und auch alle Testesser können wir wirklich bestärken. Gebt eure Meinung ab, lasst es euch schmecken und dann gewinnt ihr ganz, ganz tolle Preise. Wir sind hier vor dem Stand von Diamir, aber wie ich sehe, gibt es hier nichts wirklich zu essen. Das heißt, es muss was anderes hier geben. Diamir, was, in welcher Verbindung steht ihr zu den Kochsternstunden? Wir sind Sponsor schon seit vielen Jahren. Kulinarik und Reisen in ferne Länder gehört natürlich zusammen. Viele Gerichte, viele Speisen. Ich denke da an Sushi beispielsweise. Ist eine ideale Brücke zwischen Reisen und Kulinarik. Und so fühlen wir uns seit vielen Jahren bei den und mit den Kochsternstunden sehr wohl. Ich darf eins verraten. Gestern war die Pressekonferenz und also Clemens Lutz ist aus dem Schwärmen nicht mehr rausgekommen, weil Diamir stellt eine Reise zur Verfügung für die Gewinner. Nehme ich was vorweg, wenn ich sage, es ist eine ganz tolle Reise mit 10 Tagen Namibia oder so? Genau so ist das. Wir haben uns eine ganz tolle Idee einfallen lassen. Ich glaube, der Clemens war selber auch in Namibia und weiß, was auf die Gewinner zukommt. Es ist fantastische Natur, Ruhe, Einsamkeit. Vielleicht ein Gin Tonic oder ein Bier, wie bei uns hier am Strand heute, ein Reisebier. Und Safari, Tierbeobachtung, kulinarische Höhepunkte, Lagerfeuerromantik und das Ganze zu einer Jahreszeit, wo wir hier in Dresden eher trübes Wetter haben. Ich denke, das ist ein riesengroßer, attraktiver Gewinn, der dann auf den Glücklichen der Kochsternstunden zukommen wird. Wir freuen uns schon drauf. So, und wer jetzt nicht mitmacht, der ist selber dran schuld. Und auch sonst kann man natürlich immer mal zu Diamir kommen. Ich glaube, hier gibt es ganz, ganz tolle Reisen. Auf jeden Fall. Also herzlich willkommen. Das Restaurant Streser ist ja auch ein altbekanntes Gesicht bei den Kochsternstunden. Was können denn die Gäste bei euch erwarten? Bei uns gibt es heute ein Kalbstartar Asia-Style. Wir haben da quasi eine gebrannte Perlzwiebel mit Teriyaki-Gel und marinierten Gurken und einer Feldsalatcreme. Genau. Wofür steht denn das Streser, wenn ich jetzt dorthin gehen möchte als Testesser? Was erwartet mich? Was für eine Küche ist das? Eine gute, gehobene Küche, trotzdem ein besonderes Flair, ein ruhiges Flair. Und wir setzen natürlich auf frische Küche. Wir haben ein sehr schönes Handwerk und wir arbeiten saisonal. Also ich selber war erst vor kurzem im Streser essen und ja, es hat mir wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Eine sehr tolle Einrichtung und auch hier können wir allen sagen, probiert es, geht rein essen und ja, macht euch selber eure Meinung oder bildet sie euch. Dankeschön. So, wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass wir den Chefkoch vom Luisenhof hier wieder treffen. Stefan, was können denn die Gäste heute bei euch probieren? Ja, also wir machen heute die ersten 2 Gänge von unserem Kochsternstundenmenü. Wir machen einen Papaya-Gurkensalat mit geräuchertem Tofu, einen kleinen Spielereien drauf und eine Kohlrabi-Kokossuppe mit Hanföl und dem Käsecracker. Warum sollten denn die Gäste zu euch kommen? Was erwartet die denn? Ja, ich denke mal, sie werden viel erwarten. Also es gibt viele verschiedene Sachen, die man kosten kann. Viele Geschmacksexplosionen, denke ich mir, werden passieren. Und ja, sollen vorbeikommen und dann sollen sie kosten. Es gibt ja genug andere Konkurrenten. Also es ist ja alles lecker, was hier rumsteht. Dann kommen wir mal ganz kurz her mit der Kamera. Sind schon da? Ach, wir sind schon da. Hey, ja, jetzt sind wir bei der Lößnitztalschenke. Die Lößnitztalschenke liegt ja ganz idyllisch in Radebeul, mitten an den Gleisen. Und jeder, der das Karl-May-Fest kennt, Lößnitztalschenke. Wen darf ich denn jetzt hier begrüßen? Den Restaurantleiter Stolko Tierschmidt. Herr Tierschmidt, was präsentiert denn die Lößnitztalschenke kulinarisch für alle Testesser? Heute haben wir Quarkkeulchen-Creme Brûlée mit einem Apfelkompott. Ist das eine Küche, wofür die Lößnitztalschenke steht, für das Sächsische? Genau, also für das Sächsische, die deutsche Küche. Wie schon gesagt, rustikal, aber gemütliche, schönes Wirtshaus sind wir in dem Sinne. Vom Schnitzel bis, sag mal, bis zur Haxe mittwochs oder die geräucherte Forelle haben wir alles dabei. Also auch das kann ich wirklich bestätigen. Wer es deftig, regional und sächsisch mag, der sollte unbedingt mal in die Lößnitztalschenke gehen. Denn ja, neben der wunderschönen Lage kann man da richtig gut schlemmen. Insofern wünschen wir natürlich auch hier alles, alles Gute und ganz viel Erfolg. Vielen Dank.
So, wir sind weiter auf der Suche nach teilnehmenden Restaurants und mein Kameramann meinte gerade, hier ist der Sinneswandel. Die können nur im Dunkeln, aber? Wir können auch im Hellen, ja. Es ist eh alles dunkel. So, und jetzt ist die ganz große Frage, was können die denn im Hellen? Also mit wem sprechen wir hier und wofür steht der Sinneswandel? Also ich bin der Küchenchef, ich bin der Oliver Wiegand und der Sinneswandel steht im Sinne von Konsistenzwandel im Dunkeln. Aber für viele ist vielleicht trotzdem noch die Frage, wie dunkel, wie hell. Also was erwarte ich denn oder was konnte ich im Sinneswandel bis dato erleben? Etwa im Dunkeln essen? Also bei uns ist man komplett im Dunkeln, man sieht wirklich auch gar nichts. Ne? Also da ist wirklich die Hand vor Augen nicht zu sehen. Wir haben sehbehinderte Kellner. Also wir arbeiten auch nie mit technischen Hilfsmitteln oder Ähnlichem. Das bedeutet, man kann sich beim Essen nie beobachtet fühlen, sondern man kann sich halt wirklich der ganzen Sache so hingeben. Aber wenn man nichts sehen kann und im Dunkeln ist, da ist natürlich der Geschmack umso wichtiger. Das muss man ganz klar sagen. Und insofern gehe ich davon aus, dass Sie hier wissen, was Sie tun und dass es bestimmt auch ganz fantastisch schmeckt. Also wir machen alles selbst. Wir stehen auch wirklich von Anfang bis Ende für Selfmade. Und das ist eigentlich das, worauf es auch ankommt. Das Handwerk darf nie aussterben. Von daher ist es wichtig, da auch einfach immer dran zu bleiben. Das klingt ganz toll. Also auch hier wünschen wir ganz, ganz, ganz viel Glück und können jeden nur animieren, testet das Essen, seid mutig, traut euch auch mal im Dunkeln etwas ganz Tolles zu genießen. Ganz viel Erfolg. So, jetzt weiß ich gar nicht, ob wir stören dürfen. Dürfen wir stören? Ja, klar. Also erstmal, ich bin der Sebastian. Das Moments Boutique Hotel ist ein Hotel in Bautzen. Mitten in der Innenstadt ist das. Auf der Goschwitzstraße an der Post zu treffen. Und jetzt riecht es hier schon ganz fantastisch. Viele werden das natürlich durch die Kamera nicht riechen können. Was machst du hier? Das wird eine herzhafte Crème Brûlée. Da kommt oben drauf noch ein Topping aus Schalotten und Basilikum. Das wird eine Basilikum-Marmelade und die geht dann quasi zu der herzhaften Crème Brûlée. Es ist schön, wenn man wieder die kulinarischen Reisen erwecken kann. Wir wünschen natürlich den Moments Boutique Hotel auch ganz, ganz, ganz viel Erfolg und dass sie ganz viele begeisterte Testesser haben. Schönen Abend. So, Kalb, Haxen, Ravioli mit roter Beete und Parmesan. Eins steht schon mal fest bei diesen Kochstandstunden, rote Beete ist voll im Trend. Und ich begrüße hier Herrn Chefkoch Mikula. So, also, herzlichen schön, dass ihr mit hier seid. Wofür steht ihr und Felsenbirne Restaurant, wo seid ihr, wo findet man euch? Also, man findet uns in Pirna. Wofür stehen wir? Regionale Küche. Alpine Einflüsse, französische Einflüsse und genau, das ist so. Und natürlich auch vegan. Auch hier können wir den Testesser natürlich sagen, Pirna lohnt sich immer für eine Reise. Eine Frage habe ich noch, wieso Felsenbirne? Das Pirna Stadtwappen und der Name Pirna beinhaltet die Birne, was aber nichts mit Birne zu tun hat. Es kommt aus dem Sorbischen, bedeutet auf dem Stein erbaut. Es gibt kein Restaurant in Deutschland, was Felsenbirne heißt. Dieser Name impliziert nichts, was man anbietet und es ist einprägsam. Und dazu ist die Pirna das Tor zur sächsischen Schweiz, Felsen und Steine, deswegen Felsenbirne. Super Erklärung, insofern Testesser, macht euch auf, besucht die Felsenbirne in Pirna. So, jetzt sind wir im Shiggy. Es ist toll, dass diesmal ein asiatisches Restaurant mit teilnimmt. Wofür steht denn das Shiggy? Das Shiggy steht für 4 Jahreszeiten auf Japanisch. Aha, also das heißt 4 Jahreszeiten. Ist das auch kulinarisch wiederzufinden? In dem Laden ist es wiederzufinden. Wir haben 4 Bereiche. Einmal die Sushi-Theke, einmal die Bar, einmal den Grill und die normale warme Küche. Und jetzt seid ihr ja das erste Mal mit dabei bei den Kochsternstunden. Was können denn die Tester bei euch bekommen? Also heute präsentieren wir uns hier mit für das, was wir eigentlich auch stehen, für Sushi, für frischen Fisch. Und ja, deswegen werden wir heute normalen rohen Fisch anbieten oder in der Form von Sushi. Auch hier wünschen wir natürlich ganz viel Erfolg und können alle Testesser dazu animieren, mal etwas Sushi zu essen. Das ist ja auch richtig gesund, das wissen wir ja alle. Also insofern viel Erfolg. Dankeschön.
Contessa. Das ist August der Starke und August der Starke hat viel übrig für Kulinarik. Was macht Eure Majestät hier? In erster Linie trinken, denn gegessen habe ich schon. Ich bin heute Mittag gefragt worden, Majestät, haben Sie schon gegessen? Ich sage ja schon oft, aber zum Trinken bleibt immer Zeit. Das hat sich hier zu unserer Zeit nichts gewandelt. Gibt es denn eine Leibspeise von August dem Starken? Eine Leibspeise? Entschuldigung, kommt es. Es gibt viele Leibspeisen, sonst sehe ich hier nicht aus, wie ich aussehe. Also, die Kochsternstunden dieses Jahr 2013 sollen ja alle Testesser animieren, Restaurants zu besuchen und diese dann zu bewerten. Lieber August, hast du einen Favoriten? Ich habe viele Favoriten, die kann ich jetzt gar nicht benennen und ich würde auch jemanden bevorteilen, wenn ich das machen würde. Aber es gibt schon einige Restaurants, in denen ich sehr, sehr gerne einkehre und mit größter Lust speisen gehe. Und für alle die, die es jetzt sehen, ihr sollt es unbedingt ausprobieren. Es lohnt sich. Ganz vielen Dank, August. So, jetzt kommen wir wieder zu einem Stand, das Inside bei Melilla. Und hier sehen wir einen alten Bekannten, das ist der Chefkoch Marcel Spahn. Hallo Marcel, was können die Testesser bei euch bekommen? Ein bisschen was Saisonales mit Rote Beete und Kürbis halt noch. Dann was Klassisches, eine Geflügelbouillon. Dann im Zwischengang machen wir ein bisschen einen kleinen Ausflug halt. Dann machen wir halt so ein bisschen orientalisch mit gelben Linsen, Kehl und halt einen Adlerfisch. Und dann auch in dem Hauptgang machen wir halt sozusagen ein Flat Iron, eine Rinderschulter mit Süßkartoffelsteinen halt. Auch mal ein bisschen was anderes zeigen, dass man nur braten muss halt. Ne? Eins darf ich sagen, bei den letzten Kochsternstunden, das war 2019, war ich selber zu Gast. Und das Schöne war, man konnte Marcel in der Küche, in die Küche besuchen. Genau, jetzt die Frage. Der erste Gang oder der Amüs gibt es bei uns für jeden Gast in der Küche. Herzlich willkommen alle und dann starten wir halt sozusagen immer in der Küche halt das Ganze. Ja. Das ist auch ein tolles Konzept. Also auch hier können wir nur jedem sagen, probiert das Restaurant im Wenn und testet einfach und lasst euch mal in die Küche zum Chefkoch Marcel einladen. Ganz, ganz viel Erfolg. Danke, schönen Abend euch noch. Wir sind jetzt hier im Anna im Schloss und der Ansprechpartner ist? Aber Kulinarikabteilung ist eher da drüben. Ich lungere hier nur rum. Okay, dann gehen wir mal zu denen, die hier die Kulinarik in der Hand haben. Ich fange jetzt mal hier an. Wer bist du? Ich bin Dominik. Ich bin stellvertretender Küchenchef im Anna. Ich bin die Nicola. Ich bin Köchin im Restaurant. Okay. Ja, ich bin der Chef von der Bande, Martin. Okay, du bist Martin und du bist also der Chefkoch von Anna im Schloss. Erzähl uns ganz kurz, was können denn die Testesser bei dir bei den Kochsternstunden erwarten? Wir haben uns für das Menü halt unsere Lieferanten rausgezogen, die halt regional uns beliefern. Das ist eine Vorspeise, haben halt eine Forelle aus Neustadt. Die haben wir, die ist halt geflammt mit einem Radicchio-Salat. Und also zieht sich das fort. Wir haben eine rote Beete-Maultasche im Rettichsud. Hauptgang gibt es einen deutschen Hirschkalbsrücken. Also das klingt auch wieder ganz verführerisch. Auch hier ist Rote Beete wieder mit im Spiel. Rote Beete ist der Renner bei den diesjährigen Kochsternstunden. Wo findet man denn das Anna im Schloss? Man findet es über die Schlossstraße, ist der Zugang. Und auch, wenn man die Museen besucht, im Dresdner Residenzschloss. Also auch hier können wir jeden Testesser nur empfehlen, besucht Anna im Schloss. Und jetzt geht's direkt zur Eröffnung der Kochsternstunden. Es ist eine ganz tolle Zusammenarbeit mit der Anne und ich habe die letzten Tage häufiger gesagt, das hat mit Honig überhaupt nichts zu tun. Es war ein sensationelles Hand-in-Hand-Arbeiten und ich fühle mich sehr, sehr gut, die Kochsternstunden in die Hände der DDV, der Sächsischen Zeitung, aber vor allen Dingen in die Hände von der Anne zu geben. Das ist wirkliche Leidenschaft, sie macht das ganz, ganz toll und ich kann einfach nur Danke sagen. Gerne. Deswegen natürlich ein kleines Stückchen Blumen für dich. Ja. Hast du was zu sagen? Willst du vielleicht die Kochsternstunden eröffnen? Genau, jetzt ist es soweit. Die Kochsternstunden 2023 sind hiermit eröffnet. Viel Spaß.
passt.